Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Tokimeter Assassins. Ich bin es, euer Dems Muffix. Beim letzten Mal haben wir unter anderem bei der Arena-Kämpfen teilgenommen, haben auch die Beginnerrunde beim zweiten Versuch geschafft und danach haben wir der Kira hier geholfen, ihr Plüschtier hier wieder zu finden. Es war gar nicht mal so leicht, aber wir haben es gefunden und dann nochmal gefixt und es scheint ja auch hier, scheint ja mir nicht gerührt zu haben. So, Kira sagt schon wieder was. Tiki sagt, Big Brother, it looks like Kira obtained a Performer. I can perform a raid in Unity on it. I'll be waiting you in the Blue Palace. Genau. Und jetzt wollen wir uns hier so kurz unsere Sidequest an, weil wir haben 1000 Sachen hier. Und Kira kann den neuen Skill. So, wir haben jetzt noch eine Nebenquest mit Tsubasa und dann noch eine mit Maiko. Aber erstmal reden wir hier mit der guten Tiki und fusionieren wieder, was das Zeug so hält. So, Chrome kann einen neuen Skill machen. Das ist aber sehr gut, Mann. Und Nezuki kann was Neues und Kira kann was Neues. So. Schauen wir mal Raiden Skill hier. Machen wir die als erstes. Schauen wir uns wieder die coolen Animationen an. Ja, jetzt haben wir uns mal wieder hier ein bisschen Zeit. Da kann man das machen. Enemies will have a harder time getting surprise attack. Ich habe noch nie einen gegnerischen Surprise Attack bekommen, aber egal. やった。お。これでいい。それじゃあユニティするよ。 行くよ。 レディアントユニティ。総領。 Kiria. かけ上がるわよ。 その人形、以前よりも大事にしているように見えるのは私の気のせいかしら。気のせいよ。少女みたいにはしゃいじゃって、一応可愛いところもあるのね。うるさい。 Cause
トピック見たか？すごい反響だったぞ。今日のキリアはいつもより乗ってたって。確かに今日のはすごかったな。いつもよりハイテンションだったっていうか、まさか彼氏ができたとか？ないない。今までだって浮いた話全くなかったんだから。まあ近寄りがたいからな、あの人。 でも今日のキリアさんなら、ありあり、お疲れ様です。お疲れ様。お待たせ。お疲れ様です。ねえ、どうだった？今日のライブ。 前回よりも良かったです。一味違うって、その通りでした。<笑>そうかもね。あのね、今日のライブうまくいったのは、いつきが源様、あのマスコット直してくれたから。そう言ってもらえると俺も嬉しいです。 ねえ、いつき、そのどう思った？あのマスコット、あんなものを持ち歩いている私、似合ってないっていうか、その気持ち悪いでしょ。キリアさんに言うのもなんですけど、こういうのが好きなキリアさんも 可愛いと思いました。え？それにあのマスコット、なんだか不器用な感じがちょっとキリアさんに似てるなって。バカ野郎。すみません。あんなの別に好きじゃない。形見みたいなもの。形見？ Und damit haben wir mal wieder ein schönes neues Kartenspiel. Hey, verdammt nochmal, ich hätte es nicht gedacht, dass wir jetzt hier nochmal so einen schönen Konzertauftritt von ihr hier bekommen. Das war richtig, richtig cool, Mann. So, ich finde, genau wie das erste Konzert, Mann, Hammer einfach. Also, wunderschöne Anime-Szenen hat man in dem Spiel, wirklich. Und wir konnten unserer guten Freundin hier, inzwischen guten Freundin, der guten Kira helfen. So, increase the rate against physical attacks. Natürlich mal mehr. Exclusive Distance. Und eine Sache müssen wir nur kurz anschauen. So, fällt euch mal auf, wenn wir hier Fusion machen. Zack!
Sie hat immer noch das alte Kostüm an. Ich habe ihr doch ein neues Kostüm gegeben. Wieso hat sie das nicht an? Bin ich voll traurig. Naja, wie auch immer. So, ihr geht's gut, mir geht's gut. Das ist doch super gut. Und ich würde sagen, nun kümmern wir uns gleich mal um die nächste Nebenquest. Wir machen die gute Maiko jetzt erstmal. Maiko, on your side, the story is available. It's okay. Are you busy? I need you to come help. Mit 2H. It's an emergency. Sorry, I caused you so much trouble while I was gone. Boo! I guess I might have gotten a little reckless when I confronted Nobu since I knew him so well. Ah, das ist noch von vorher. Sie sagt aber nicht, wo sie ist. Okay, das ist natürlich ein wenig blöd, aber hey, wir werden sie schon irgendwo finden. Wo könnte sich eine Maiko verstecken? Ich würde mal sagen, bei Fortune Entertainment. Würde ich jetzt mal ganz schnell tippen. Genau! There's something that I want to ask you to do. Can you help me out? Accept the slightly tipsy adventure Bows and the Bows. Cooler Name. どうしました?ちょっとだけね。昨日のお酒が今日に残っちゃって、二日酔いとかじゃない。一体どうすればそんなになるんですか?実は、焼酎を 2升ほど? それって大丈夫なんですか? ご覧の通り! ビンシャンしております! わかりました 二日酔いに効く薬を買ってくればいいんですね 何か指定とかってあります? はい ジューハイ レモンのやつ真面目に答えてください。ごめんなさい。前にね、二日酔いの薬を作ってもらったことがあったの。チキに聞いてみて、多分あの子が。やば。わかりました。行ってきます。あと頼んだわ。 Ihr scheint es ja nicht allzu gut zu gehen. Ah, nee, da hang on, please. Ja, okay. Wenn die gute Tiki sowas auf Lager hat, dann schauen wir mal. Zieh Maiko, Mann. Seit ihrem Fotografen hier, da ist sie ein wenig destruktiv veranlagt. Yahoo! Ah, hi, Big Brother, something wrong? Miss Maiko has a hangover. Maiko-san, 二日酔いで大変なんだ. そう。またなってしまったのね。僧侶。でも安心してちょうだい。以前にも対処したことがあるから。何かあるのか?前に舞子がこうなった時に飲ませたお薬があるんだ。あ、じゃあ早速それをくれないか? お薬、前の分で最後だったみたい。材料はイドラスフィアに行かないと手に入らないわよ。行ってくるよ。舞子さんを放っておくわけにはいかない。お兄ちゃん、やっぱり優しいんだね。放っておいたら何しでかすかわからないから。 Okay, also wir müssen jetzt hier einen speziellen Mirages Anti-Hangover Mix machen hier. So,
Also, wichtig ist, wo wir hin müssen. So, Tiki, let's see here. The ingredients for the medicine are Illusionary Fungus, Illusionary Camps, Illusionary Dirt. That's all. You can get these in Alpha at the time up. Be careful on of your way. You can do it. Ja, schauen wir mal, ob wir das wirklich machen können. So. Also, wieder nach Daitama. Schlimm, Mann. Wir müssen immer die langweiligste Idle-Firma und dort Gegner plappern, wir WWE mit einem Hit besiegen, Mann. Aber wie auch immer. Was tun wir nicht alles für die Miss Marco? Erst retten wir sie aus der Welt des Fernsehens und jetzt ist... Oh, das ist ja Kiria. I'm glad the photoshoot for Tsubasa and Ellie went over well. I don't really have the body for that. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wenn wir jetzt nicht zustimmen. Übrigens, die Ellie ist ja eigentlich auch Mirage-Master hier. Und uns wurde ja eigentlich gesagt, dass sie jetzt hier bei uns mit dem Team ist. Aber wo ist sie bitte? So, und da kommt gleich mal der erste. So, bam. So, schauen wir mal, ob wir die Zutaten hier auch bekommen. Ich muss jetzt aber unbedingt mal kurz Toma auswechseln, Mann, weil ich jetzt sehen will, ob Gurikiri jetzt hier anderes Kostüm da hat. Ja, jetzt hat sie das andere Kostüm an. Sieht ja viel cooler aus, Mann. Und auch ihre Waffe sieht verdammt cool aus, Mann. Ja, okay, hier müssen wir eigentlich nicht kämpfen, fällt mir gar nicht mal so auf. Bam. Bam. Schwerer Kampf. National Sensation. Ja, das war ein sehr harter Kampf, wenn man kriegt dafür ganze 10 Erfahrungspunkte, Mann. Hey. So, haben wir was bekommen? Nicht, oder? Sehr gut. Warte mal kurz. Wir müssen mal kurz schauen, weil ich jetzt schon wieder sehe, dass du Basis Waffe schon wieder voll upgradet ist. Haben wir noch eine andere? Natürlich nicht. Wieso denn auch? So, und wo findet man solche Zutaten? Muss ich da jetzt irgendwie Items zusammenkratzen? Muss ich da Gegner plappern? Ich weiß es halt nicht. So, wurscht. Verdammt cool nochmal. Also wenn wir ein Kostüm wechseln, dann kommt immer erstmal schön diese Cutscene da, wo die... Immer wenn ein... Das was auch kommt, wenn ein Charakter erstmal eingeführt wird. Das sieht ziemlich cool aus. So. Immer noch nix. Ich merke schon, das ist eine blöde Sammelquest, Mann. Liegt da vielleicht irgendwas? Nein, ich kämpfe jetzt nicht gegen dich, Mann. Ich habe das Gefühl, da liegt irgendwas, aber... Ja, hier leuchtet ja alles so merkwürdig spacig. Das kann ich nicht abschätzen, Mann. So. Da ist hier wieder ein Mirage. Der sagt nur, ey, das ist die, die immer sagt, hier alles ist schwach und so. Oh. Schauen wir mal, was ein Savage so drauf hat hier. Gut, da bin ich jetzt gespannt, Mann. Alter. Alter, Level 31, okay. Escape. Ich dachte ja, okay, in der Startwelt, Mann, da was hinten die da Level 15 oder so, Level 10, wenn es so gab. Nee, Level 31. Klar, Mann, wieso auch nicht, Mann? Hallo? Da, schau mal was. Illusionary Fungus, okay. Sehr gut, das war Ressource Nummer 1. Jetzt fehlen uns noch 2 weitere. Also müssen wir hier wirklich einfach durch diesen blöden Dungeon die ganze Zeit laufen und die Items suchen. So, hier leuchtet nichts auf. Dann gehen wir weiter. Also an den Gegnern, die skippen wir jetzt, Mann. Weil ich dachte, vielleicht müssen wir hier einfach warten, bis die Gegner es droppen. Aber das wäre ja viel zu leicht, Mann. Aber ey, Mann, Level 31, Mann, das ist so doof, Mann. So, ja, versuch mich zu verfolgen, Mann, mit deinen 3 km/h hier. So, hier ist nichts. Gut, dann laufen wir hier nach rechts. Da ist auch nichts. Dann gehen wir hier weiter lang. Oh, hast mich erwischt. Oh,
Da habe ich jetzt groß Angst. Schaut euch übrigens mal hier das Auge an, Mann. Das ist so rot in der Form hier. Fällt euch das auf? Was ich noch viel lustiger finde, ist nämlich, was mir beim letzten Mal bei Yashiro aufgefallen ist, Mann. Seine Augen. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Seine Augen sind unterschiedlich, Mann. Er hat einmal so ein ganz normales dunkelblaues und das andere so ein türkises. Sieht ziemlich cool aus. So, Fatal Sword. Medium Attack. So, ja, da tun wir Cleave hier verlieren, würde ich sagen. Unser gutes altes Cleave, Mann. Oder warte, was ist das hier? Fangbreaker. Light Attack, das Loss. Wieso haben wir das eigentlich noch nie eingesetzt, Mann? Fällt mir nur gerade mal so auf, so. Ja. Kaffee, das ist komplett. Oh, geil, Waffe komplementiert. Und wir haben ja noch eine andere Waffe mit Itsuki. Wer hätte das gedacht, Mann? Wir haben einmal eine Waffe mit Itsuki übrig, Mann. So, Mastered und dann. Wir haben so. Nee, wir haben nur eine, okay. So, dann rüsten wir hier den aus. Sieht auch cool aus, aber ich finde immer noch die schönste Waffe hier ist der Deathbringer. Ich sag, erinnert mich ein bisschen immer an Audrons Waffe aus Final Fantasy X. Aber auch nur ein ganz klein wenig. So. So. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Ja. Kann man nicht machen, dass Level 2 Gegner mich gar nicht mehr sehen? Dass sie einfach an mir vorbeilaufen? Ha, natürlich nicht. So. Kommst, okay. Dann haben wir schon hier das zweite Item. So, und was sagt die gute Tiki? Jetzt fehlt uns nur noch hier der Illusionary Dirt. So, ja, ja. Schön, Chrome, dass du mal die Augen hier aufhältst. Ich würde das nicht bekommen. So. Ich hab's geschafft, das soll gehen. Wie cool, Mann. Hey, Leute, das war mal eine schöne Verwirrungstaktik, Mann. Links, rechts. Und er verfolgt mich richtig gut, Mann. Aber dann hat er es doch nicht gepackt, Mann. Der Maxi und seine Ausweichskills. So, was gibt's hier? Wir haben es ja fast geschafft hier sogar schon bis zum Ende des Dungeons. Da ist die rote Kuppel. Ist immer weit hin. Oh mein Gott, wir müssen kämpfen. Wisst ihr, was ich aber blöd finde an dem Spiel, was mich echt ein bisschen ärgert, Mann? In dem allerersten Dungeon gibt's einen wunderschönen Heilbaum. Also kein Heilbaum, aber ein Heilpunkt, meine ich. Ich komme hier auf Baum, egal. Und der steht genau da vorne, Mann. Und ich verstehe nicht, wieso der bis zum Ende des Spiels, also zumindest bis jetzt, zu dem Zeitpunkt, in keinem anderen Dungeon war. So, Baufander, Mama natürlich. Wieso zur Hölle, Mann? Das ist so ärgerlich, Mann. Da hinten, ihr seht ihn, wenn wir uns hier immer kurz umschauen, Mann. Da hinten ist er, Mann. Wieso gibt es den nur in diesem Dungeon, Mann? Wieso ist das der einzige Dungeon, den ich nicht verlassen muss, um mich hochzuheilen? Das finde ich echt ein bisschen nervig, Mann. Leute, Mann. Ärgerlich, Mann, so gegen so schwache Gegner zu kämpfen, Mann. Ist die Zeit echt nie wert, Mann. Ein Schlag, zwei Schlag. Und fertig, Mann. 12 Erfahrungspunkte, hey, wenn das nicht mal was ist, Mann, dann weiß ich auch nicht mal mehr. So, und ich bete jetzt einfach mal, dass hier das letzte Item ist, dann müssen wir nicht mehr so lange rumlaufen. Ah, warte mal kurz, ich muss ganz kurz mich verabschieden. Bis gleich. So, verzeiht die kurze Unterbrechung. Schon sind wir wieder da und wir werden immer noch von dem blöden Mirage verfolgt. Ach, wieso mache ich es mir eigentlich immer so schwer? Stimmt, ich kann sie einfach wegboxen und dann an ihnen vorbeilaufen. Der Maxi versucht es aber mit seinen Ausweichskills, Mann. Alter! Er ist meinem Schwerschlag ausgewichen. Mirage sind definitiv zu intelligent für mich. Das habe ich schon lange gemerkt, Mann. Aber sie sind dafür nicht stark genug für mich.
So, aber hey Leute, man, das Kostüm von Kira, man, ihr Showkonzert sieht einfach 1000 Mal besser aus als ihr Standardkostüm, man. Weil ich sage, das Standardkostüm, ich finde, das passt gar nicht so zu ihr, aber das ist richtig cool. So, und da ist das letzte Item. So. Meins. Und damit haben wir den Isine Dirt. Oh, das sieht eigentlich nicht so schön aus, man. Und die wollen daraus ein Gegenmittel machen. Die wollen daraus ein Gegenmittel machen. Ich habe keine Ahnung wie. So, wir wollen den Greetings, Tiki. Great. I'm just about ready to bring them to the Bloom Palace. Die wollen daraus ein Gegenmittel haben. Das sieht nicht so gesund aus, Mann. So, heilen wir uns kurz mal hoch. Einfach, weil wir es können. Und dann würde ich sagen, porten wir uns hier schön wieder mit dem schönen Skill unserer guten Freundin, der Tsubasa, einfach wieder aus dem Dungeon, Mann. Tsubasa, du hast den besten Skill von allen Charakteren, Mann. Der wichtigste Skill überhaupt, Mann. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut. Beim nächsten Mal werden wir hier dann das Gegenmittel für die gute hier herstellen. Und schon wieder 1000 Nachrichten, Mann. Ah, alle von der Tsubasa, Mann. Tsubasa, ich werde mich um deine Nachrichten kümmern, aber erst, wenn wir hier mit der Nebenquest fertig sind. Und das wird wahrscheinlich beim nächsten Mal der Fall sein. Bis dann, verabschiede mich. Ich versuche euer MC Mafix. Haut rein und wir sehen. Ciao.